Wir machen mal schön Feuer. Damit die Druidenkumpels sich wärmen können. Ersatzteile. Also in die Kiste, wo die Ersatzteile drin waren. Das ist leer. Cyberlife, Lager und Docswist. Okay. Route wird berechnet. Ein paar Feuer anmachen. Da liegt wer. Sie haben ihn weggejagt, als sie ihn nicht mehr haben wollten. Er hat auf der Straße gelebt, bis wir ihn herbrachten. Sie werden sich alle abschalten, wenn wir ihnen nicht irgendwie helfen. Sie brauchen dringend blaues Blut und Biokomponenten. Wir schlachten alle aus, die sich abschalten. Aber das reicht einfach nicht. Und wie überleben Sie? Verzeihung. Tun Sie nicht. Wir sterben langsam aus. Das ist ja nicht so schön. Nicht sehr hoffnungsvoll. Einfach aussterben. Kann ich hier irgendwo hoch? Vielleicht hier ins Land. Okay, nach oben können wir nicht. Dann finden wir mal Lucy. Tja. Weißt du da was? Bist du da was? Hier. Das können sie doch sein. Bist du Lucy? Setz dich. Die Wunde oder was? Ich stoppe die Blutung. Okay, stoppen ist gut. Jetzt wird die Wunde verschlossen. Wir zusammengeschmolzen. Was hat's gebracht? Gib mir deine Hand.
Aha. Was geschieht? Du hattest alles und hast alles verloren. Du hast die Hölle gesehen und sie tobt jetzt in dir. Dein Herz ist geteilt. Ein Teil ist Schatten und ein Teil ist Licht. Was wird siegen? Deine Entscheidungen formen unser Schicksal. Breite Simon einen Plan. Ich schätze mal, dass das Simon. Oder Simon. Simon. Ich weiß, wo Ersatzteile sind. Die Cyberlife-Lagerhäuser unten am Hafen. Da ist alles, was wir brauchen. Die Docks sind bewacht. Wir können nicht einfach rein und uns etwas nehmen. Die Menschen verhindern das. Darum fragen wir auch nicht um Erlaubnis. Wir haben keine Waffen. Und selbst wenn, keiner von uns weiß, wie man kämpft. Wir werden gar nicht kämpfen, sondern stehlen. Sie werden uns alle töten. Vielleicht. Aber immer noch besser, als sich abzuschalten. Ich bin dabei. Wir könnten es versuchen. Okay. Bin dabei. Sehr schön. Haben wir noch mal alles geschafft oder nicht? Auf der Jericho. Im Sterben an Riden reden, mit Josh reden, mit North reden. Mit den beschädigten an Riden reden, ist wenn er Licht. Die Feuer entfacht hat. Lucy reden, der Kiste untersuchen, mit Simon reden, Markus hat den Plan ausgelegt. Das war ja, ja, haben wir nichts übersehen, alles gemacht. Fantastisch. November 2038, 19:45 Uhr. Bei dir alles okay? Hier wird man uns helfen. Bald ist das alles eine böse Erinnerung. Hier in der gruseligen Resident Evil Villa. Hier muss es sein. Ich weiß ja nicht. Das sieht nach einem Ort aus, wo ich vor allem nachts nicht unbedingt reingehen würde. Sieht sehr gefährlich aus. Sehr gefährlich. Cool, Hilfe. Na dann, es bleibt uns wahrscheinlich nichts anderes übrig. Sind sie verlassen, der Villa reinzugehen. Was soll schon schief gehen? Sind Sie Slatko? Wer fragt das? Es heißt, Sie könnten uns helfen. Ich weiß nicht, wer sowas sagt. Ihr seid am falschen Ort. Tut mir leid. Nicht! Wir brauchen wirklich Hilfe. Slatko. Kommt rein. Ja, ich weiß nicht. Das Ganze ist mir sehr, sehr, sehr verdächtig. Das ist hier. Kommt rein, nicht so schüchtern. Willkommen zu einem neuen Resident Evil Let's Play of Twin First LP. Ein zwielichtiger Typ in einer verlassenen Villa nachts. Was soll schon schief gehen?
Luther, wärst du so lieb und nimmst den Damen bitte mal ihre Mäntel ab? Oh, nur keine Angst vor unserem großen Freund hier. Luther ist ebenfalls ein Android, dem ich half. Er leistet mir Gesellschaft in diesem großen leeren Haus. Bitte, macht es euch gemütlich. Woran hat er erkannt, dass sie ein Androide ist? Wie habt ihr von mir gehört? Der hat sie den Chip ausgemacht. Unterwegs. Er sagte, sie helfen. Verstehe. Abweichler, hm? Was ist mit ihr? Sie ist ein Mensch. Und ihr sucht einen sicheren Ort, um ein neues Leben anzufangen. Ich höre, Kanada soll zu dieser Jahreszeit sehr schön sein. Herrliche Landschaft, sehr viel Platz, frische Luft und keine Androidengesetze. Toll für einen Neuanfang. Ja, das ist genau das, was wir vorhaben. Natürlich. Ich helfe euch. Doch zuerst musst du den Sender loswerden. Sender? Ja. Alle Androiden sind mit einem Peilsender ausgestattet, mit dem man sie orten kann. Ich werde ihn entfernen und dann seid ihr beide sicher. Kommt schon. Aha. Folgt mir. Ich weiß. Die Kleine kann im Wohnzimmer auf uns warten. Nein, sie bleibt immer bei mir. Ich weiß immer noch nicht, ob ich ihm vertrauen kann. Hier entlang. Alles, was wir brauchen, ist im Keller. Hier haben wir nichts übersehen. Sieht nicht so aus, dass wir noch was lesen könnten oder so. Das ist ein Bücherregal. Auf in den düsteren Keller. Ich mag das Haus nicht. Und den Mann. Gehen wir, ich habe ein schlechtes Gefühl. Ich auch. Ich weiß. Ich traue ihm auch nicht. Das ist definitiv eine Falle. Bitte entschuldigt das Chaos. Ich brauchte ein diskretes Versteck für meine Maschinen. Sender zu entfernen ist illegal. Da ist Diskretion wichtiger als Komfort. Ich hoffe, die Kleine hat keine Angst. Nein. Nein, sie kommt klar. Hat sie denn eine Grundangst zu haben? Komm, Alice. Sollte sie Angst haben? Hier lang, bitte. Der lockt uns doch irgendwie in den Hinterhalt und hätte uns dann gefangen und... Blöder Trick, um Abweichler zu fangen. Wird gleich sowas von am Arsch. Ah, ich sehe das doch schon kommen. Wir sollten ihm nicht so blindlings vertrauen. Stell dich bitte da drüben hin. Ich weiß nicht. Ist die Maschine betreten? Ja. Das ist ganz sicher eine Falle. Was, wenn wir einfach wieder gehen? Oh, hier dieser wunderschöne Brunnen hier mitten im Keller. Das ist jetzt, der Brunnen. Okay, Kero hat nicht das Schweigen der Lämmer geguckt. Gar nicht creepy hier.
Der hat da Käfige, der hält da irgendwie scheinbar Leute gefangen. Das ist. Was ist das? Alle waren es ist auf dem Weg hier runter. Ein Warnzeichen über Warnzeichen über Warnzeichen. Das ist hier. Kerber sagt da nicht, ich hätte es dir nicht gesagt. Das war sowas von offensichtlich. Und das jetzt eine Falle ist. Ich muss dich warnen. Das wird etwas unangenehm. Das ist eine Falle ist, dann ja. GG. Weißt du, was seltsam ist? Aus irgendeinem Grund funktionieren die Sender in Abweichlern nicht. Darum seid ihr so schwer zu finden. Also gibt es eigentlich gar keinen Grund, den Sender zu entfernen. Was? Sie sagten doch... Ja, man glaubt, was man glauben will. Ach was, das ist eine Falle? Wer hätte das jetzt gedacht? Abweichler seid so naiv. Sie alle kommen her, glauben, dass ich ihnen helfe. Oh mein Gott, das war eine Falle. Wer hätte das bloß vorhersehen können? Setz sie zurück und verkauf sie. Oder ich behalte sie für Experimente. Nein! Nein, ich will kein Reset! Lassen Sie mich gehen! Ah, hätten wir das nur kommen sehen. Kind! Sperr es ein. Ich regle das später. Alles! Die dunkle, verfallene Villa. Wow. Der zwielichtige Typ. Der Keller. Der Mutter sein. Gefängnisse. Das ist so süß. Das hätte ja keiner ahnen können. Gott, war das offensichtlich. Gott, war das. Zurücksetzung 0%. Na toll. Wir werden resettet. Können wir irgendwas noch dagegen tun? Das kommt davon, wenn man Träume hat. Das Ende ist immer das gleiche. Tränen und Ernüchterung. Es kommt davon, wenn man die Warnsignale, die blinkenden Schilder, das ist eine Falle, nicht sieht und dort. Kein Schmerz mehr. Und keine falsche Hoffnung. Wir mussten es ja irgendwie. Ich beneide dich fast. Kara! Oh, arme kleine Alice. Sprecherschaden festgestellt. Deine Mami scheint dich gar nicht zu erkennen, ha? Deine Mami hat dich wohl komplett vergessen. Kara, was ist mit dir passiert? Okay, das reicht jetzt. Komm schon. Das finde ich ja herrlich. Du beißt mich? Dir bringe ich Manieren bei, du kleines. Der nächste Kinderschläger. Kara, ich kenn, mach auf, ich kenn, Kara. Kann ich irgendwas tun hier? Wir treffen uns im Wohnzimmer. Können wir hier irgendwie entkommen? Finden deinen Weg zur Flucht. Ja, dafür haben wir nicht viel Zeit. Ein Kurzschluss verursachen? Ja, aber wie? ...46%, heilige Scheiße. Ja, offensichtlich. Schieben. Das Kabel. Kabel abreißen.
das gelbe Kabel. Neutralisierung abgeschlossen, Speicher gelöscht. Na, sehr toll. Griffluffer im Wohnzimmer. Das hat ja nicht so gut geklappt. Sind wir neutralisiert? Na, sehr toll. Wir können uns an nichts mehr erinnern. Oh, sie können wir uns noch dran erinnern. Und Dini Slatko. Oh je. Hilf uns. Zelle öffnen. Er hat ihren Speicher gelöscht. Nein, das darf nicht passieren. Das ist scheiße. Du musst dich erinnern. Tu es für sie. Er spielt gerne mit uns. Er schafft Monster. Das ist creepy. Nur zum Vergnügen. Wie wenn er es davon sein? Doch wer ist hier das Monster? Schau, was er getan hat. Holy shit. Du musst dich erinnern, wer du bist. Sonst wird die Kleine sterben. Und auch hier. Dini Slatko. Oh je. Ich hoffe, wir können das Gedächtnis noch einmal zurückkriegen. Für sie. Sonst wird es hier ziemlich schmutzig. Bruchweise kommen die Erinnerungen zurück. Da war die Löschung wohl nicht ganz so gut. Aber nicht vollständig. Nur sehr teilweise. Okay, wir können auch nichts machen. Wir können auch hier nicht entkommen. Wir sind jetzt ein resetteter Androide. Um dem Befehl zu gehorchen. Meisters Essen ist fertig. Bring es hoch zu ihm. Ja, Luther. Und was für nicht? Jetzt müssen wir dem perversen Ding nur noch dienen. Oh, verdammt. Wir haben hier wenig Möglichkeiten. Und aha. Ihr sucht einen sicheren Ort, um ein neues Leben anzufangen. Ja, die Erinnerungsstücke sind sehr brüchig. Wir müssen das tun. Wir bedienen Slatko.
Oh je. Stell es einfach auf den Tisch da drüben. Da wird mit einer aufgeschraubt. Wie widerlich. Experimentiert mit Robotern. Mit Androiden. Bring die Kadaver weg. Nach dem Mann. Die Schiffschaffe ist einfach abgehauen. Diese verfluchte Uhr hat mich gegen eine beschissene Buchhaltung verlassen. Einer ziemlich stark down. Hast du mich verstanden? Ja, Slatko. Bring die Leiche noch in den Mann. Oh, verdammt. Luther! Luther? Ja, Slatko. Ich bin hier in knapp 10 Minuten fertig. Dann lege ich mir die Kleine an und schau, was ich mit ihr mache. Verstanden, Slatko. Ich bringe Ihnen die Kleine in 10 Minuten. Die Kleine. Oha, jetzt haben wir noch 10 Minuten Zeit, um es nicht komplett zu verkacken. Wer ist das Mädchen? Einer wohnt. Der A9. Der kraucht dann auf dem Boden. Wir müssen uns noch mehr umgucken hier. Wir müssen uns irgendwie erinnern. Sonst wird das Ganze hier ziemlich deprimierend. Oha. Ah. Alle rauchen dieses Scheißzeug. Dieses rote Kristallding-Zeugs. Name ist Carol. Was machst du hier? Hat dir der Meister erlaubt, herzukommen? Du musst dem Meister immer gehorchen. Oh ja, du musst gehorchen. Du darfst das ist nicht das Baby. Du hast hier nichts verloren. Nein, du hast hier genau. Nichts verloren. Wenn du keinen Befehl hast, musst du ins Standby. Oh ja, du musst gehorchen. Zurück. Verdammt. Ich muss hier noch Sachen finden. Ach du Scheiße. Roboter, ist das der Eisbär? Wir lassen alle frei. Sehr viel, was es hier zu entdecken gibt. Wird knapp damit, das alles zu finden. Wird uns wahrscheinlich nicht weiterhelfen. Wir haben kein Zeitbuch zu lesen. Und die Androiden gehören modifizieren. So was mal durchblättert, um es gemacht zu haben. Wird viel Zeit damit verschwendet.
Hier ist doch nichts, was wir finden können. Aha. Alice. Das ist sehr gut. Finde Alice.